Die Real Music AG ist überschuldet. Der Verwaltungsrat ist von der Situation überfordert. Da hat Cyril eine Idee, wie sie zu neuem Kapital kommen könnten. Sein Schulfreund Lukas ist als Online-Mogul in aller Munde. Sein Konzern Happy Future AG ist ein Vermögen wert. Tatsächlich hat sich Lukas schon immer für eine Musikproduktionsfirma interessiert. Nur steckt sein gesamtes Vermögen in seinem neuen Raumfahrtprojekt. Allerdings könnte sein Konzern die Real Music AG kaufen. Dann könnte die Muttergesellschaft Happy Future AG auf das Vermögen der erfolgreichen Tochtergesellschaft Cat Dating AG zugreifen und damit das Kapital der Real Music AG erhöhen. Die Verwaltungsratspräsidentin der Cat Dating AG ist mit diesem Plan jedoch nicht einverstanden. Sie will die Cat Dating AG zu einem globalen Player ausbauen und hat daher kein Interesse, ihre Reserven einer anderen Gesellschaft abzutreten. Im schweizerischen Recht gibt es kein kodifiziertes Konzernrecht. Das heißt, für jede einzelne Gesellschaft gilt, dass sie für ihre eigenen Interessen schauen muss und nicht für die Interessen anderer Gesellschaften. Eine Kapitalübertragung von einer Gesellschaft auf eine sogenannte Schwestergesellschaft ist insofern rechtlich immer problematisch. Der rechtlich einwandfreie Weg ist eine Dividendenausschüttung an die Aktionärin, das wäre an die Muttergesellschaft. Und diese Muttergesellschaft kann dann selbstverständlich ihre neue Beteiligung, ihre neue Tochtergesellschaft mit diesen Geldern wieder kapitalisieren. Das heißt, die Dividenden, die sie erhalten hat von einer Gesellschaft, einer anderen Gesellschaft zur Verfügung stellen.